Seit Jahrzehnten bestellt Bauer Schütze hier seine Felder. Weizen, Raps und Roggen in Brandenburg bei Jüterburg. 260 Hektar, vieles davon gepachtet. Doch jetzt übernehmen immer mehr Spekulanten die benachbarten Äcker. Das empört den Bauern. Das bedeutet für uns steigende Pachtpreise, steigende Kaufpreise und macht auch irgendwo Angst, wenn immer mehr Land in fremden Besitz fällt. Immer mehr Investoren machen sich in Bauer Schützes Nachbarschaft breit. Hier ist es ein Konzern, der eigentlich Möbel produziert. Mittlerweile besitzt das Unternehmen Ackerland von der Fläche einer Großstadt. Allein in Brandenburg, sagt Reinhard Jung, besitzen Investoren mittlerweile zehntausende Hektar. Für den Geschäftsführer des Bauernbunds eine existenzbedrohende Plage. Die Heuschreckenplage haben wir im Prinzip im ganzen Land, aber Schwerpunkte kann man natürlich sagen. Es gibt hier in der nördlichen Prignitz an der Autobahn und dann Regionen Uckermark, Oderbruch, also da, wo die besseren Böden Brandenburg sind. Die Preise sind in den letzten 5 Jahren sicherlich um das Doppelte gestiegen. Und was heißt das für die Bauern da? Ja, dass sie das zahlen müssen oder die Flächen verlieren. In der Tat hat das große Kapital die Landwirtschaft für sich entdeckt. Finanzkrise und Zinstief locken Anleger zu Investmentfirmen wie hier in Hamburg. Die werben mit Ackerland als lohnendes Spekulationsobjekt. Landwirtschaft ist für Investoren insgesamt ein attraktives Thema, weil es in einem Portfolio aus Sicht eines Investors eine Anlageklasse darstellt, die mit sehr viel Sicherheit zu erwarten ist, sicherlich nicht die höchsten Renditen produziert, aber eben nachhaltig und langfristig ein abgesichertes Investment darstellen. Besonders in Ostdeutschland wird im großen Stil investiert. Grundlage für den kapitalistischen Anlageboom schufen ausgerechnet DDR-Sozialisten vor mehr als 60 Jahren. Durch die Enteignung der Bauern und Großgrundbesitzer gewannen die damaligen Machthaber riesige Flächen. Zehntausende Bauern arbeiteten in sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften bis zur Wende. Dann übernahm der Bund die Felder. Der bot das Land den Bauern an, doch nur wenige griffen zu. Zudem wurden viele von ihnen von den alten Agrarkadern aus den Betrieben gedrängt. So sind bis heute noch riesige Flächen in Besitz alter DDR-Genossen. Die alten Seilschaften werden natürlich auch älter. Und ich meine, der klassische Fall ist einfach, dass der ehemalige LPG-Vorsitzende sich dann mit dem goldenen Handschlag auf Kreuzfahrtschiff verabschiedet. Und dann kommen die Herren mit den ganz dicken Portemonnaies aus Hamburg. Und die neuen Herren, sagt Bauer Schütze, denken vor allem an ihren Profit. Und deswegen geht es auf Brandenburgs Feldern nicht mehr nur um die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Deren Ziel ist es, Strom zu produzieren über Biogasanlagen. Und die brauchen eigentlich in der Regel viel Mais. Und hier stand Mais im letzten Jahr und hier wird voraussichtlich auch wieder Mais angebaut werden. Der Gewinn geht an die Investoren. Immer weniger dagegen bleibt in den Regionen. Infolge der Landflucht sterben ohnehin seit Jahren immer mehr Dörfer aus. Die Ausbreitung der neuen Agrarkonzerne verschärft diese Entwicklung erheblich. Dieser Zug der Kapitalinvestoren in unsere Region plündert natürlich letzten Endes den ländlichen Raum aus. Und das führt dazu, dass die Dörfer veröden, dass Jugend abwandert. Das ist eine ganz schlimme Entwicklung eigentlich, der wir als Bauern gegensteuern wollen. Gegensteuern will man jetzt offenbar auch in Berlin. Im Koalitionsvertrag heißt es ausdrücklich: Wir werden den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen von Investoren prüfen. Doch in der Praxis passiert weiterhin das Gegenteil. Im Auftrag des Finanzministers verkauft die Bodenverwertungsgesellschaft BVVG Ackerflächen aus DDR-Zeiten an Investoren zum Höchstpreis. Wir verkaufen an diejenigen, die dann bei Ausschreibungen zum Zuge kommen, im Grundsatz. Und das ist dann derjenige, der am meisten bietet? Natürlich, ja. Der CDU-Landwirtschaftsexperte hat für die seit Jahren praktizierte Politik des Finanzministers kein Verständnis. Es stand im Mittelpunkt der Ertrag. Ja, möglichst einen hohen Ertrag für den Fiskus herauszuschlagen. Das war letztlich der Auftrag.
Und ich habe mit vielen in der BVVG auch immer wieder gesprochen, die selber oft genug unglücklich waren über den Druck, der letztlich auch vom Finanzministerium gemacht wurde. Und so steigen die Preise für die Äcker weiter. Kein Problem für potente Kapitalanleger. Zudem gibt es bis zu 300 Euro jährlich pro Hektar von der EU dazu. Bei den Riesenflächen macht das schnell ein paar Millionen extra. Das freut den Investor. Innenstadtlagen, Immobilien, da spricht man schon deutlich von einer Blase. Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht genügend Investitionsmöglichkeiten in Relation zu dem Geld, was da ist und Anlage sucht. In der Landwirtschaft ist das anders. Insofern sind wir auch der Meinung, dass wir hier eine interessante Alternative bieten und für die nächsten paar Jahre auch noch interessant sein können. Und diese paar Jahre machen Bauer Schütze mächtig Sorge. Seit dem Mittelalter bewirtschaftet seine Familie hier den Hof. Doch wenn es so weitergeht, sagt er, ist seine Generation möglicherweise die letzte.